Ja, liebe Freunde, meine Damen und Herren, lieber Herr Höcke, lieber Herr Boggenburg, das sind wohl die beiden Gastgeber. Jetzt begrüße ich nicht alle, das ist so üblich, aber das mache ich jetzt nicht. Ich freue mich, in so viele bekannte Gesichter zu sehen. Und ehrlich gesagt, ich habe gerade gehört, 1000 Leute, das ist schon toll für eine Partei im Aufstieg. Das ist eine große Leistung unserer Freunde hier vorne. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vor allem denjenigen unter Ihnen, die die Zeit damals miterlebt haben. Aber ich fühle mich derzeit immer an die letzten Monate der DDR erinnert. Ich will den Mauerstaat keineswegs verharmlosen. Ich will die SED-Diktatur nicht bagatellisieren, doch Vergleiche drängen sich einfach auf. Und vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen. Liebe Freunde, wieder verkommt ein Land, weil seine Führung verbohrt einer zerstörerischen Ideologie folgt. Wieder werden die Bürger im Namen eines angeblichen Fortschritts bevormundet, in Gut und Böse unterteilt und der Früchte ihrer Arbeit beraubt. Wie damals besteht das Regime aus einer kleinen Gruppe von Parteifunktionären, einer Art Politbüro, und wieder steht ein breites gesellschaftliches Bündnis aus Blockparteifunktionären, Journalisten, TV-Moderatoren, Kirchenfunktionären, Künstlern, Lehrern, Professoren, Kabarettisten und anderen Engagierten hinter der Staatsführung und bekämpft die einzige Opposition. Wieder streuen die Herrschenden über die gelenkten Medien kindische Durchhalteparolen. Aus Honeckers Vorwärts immer, rückwärts nimmer ist Merkels Wir schaffen das geworden. Das ist ungefähr genau dasselbe. Die Partei hat immer recht, kehrt wieder in Merkels Behauptung, ihre Politik sei alternativlos. Diese Aussage, liebe Freunde, wäre unter allen Umständen falsch. Diese Aussage ist immer dumm. Und deshalb, weil sie dumm ist, liebe Freunde, gibt es uns inzwischen, die AfD. Wie damals gehen heute unmutmäßige Bürger auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern. Wieder werden diese Bürgerrechtler von Schlägern verfolgt, von den Medien diffamiert und in ihren Betrieben denunziert. Wieder ist Sachsen und Thüringen das Herz des Widerstandes. Wieder sind es die freiheitsliebenden Polen und Ungarn, die sich als Erste gegen die Befehle aus dem Brüsseler Kreml auflehnen. Liebe Freunde, die einzige Oppositionspartei AfD ist sozusagen das aktuelle neue Forum. Und wie damals gilt heute jeder, der sich gegen die Politik des Regimes ausspricht, als Faschist, Rassist, Ewiggestriger und was dergleichen Kosenamen mehr sind. Liebe Freunde, die Schweizer Zeitungen sind das neue Westfernsehen. Karl Eduard heißt heute mal Marietta, mal Klaus. Die Rolle des abspenstigen großen Bruders hat Donald Trump übernommen.
Glasnost kommt inzwischen über den Atlantik. Auch die Wut, mit welcher das Just-Milieu auf den Widerstand reagiert, erinnert mich an 1989. Die Nomenklatura schäumt über jede AfD-Rede. Sie zetert, wenn der böse Donald ihr per Twitter den Spiegel vorhält, wie vergangene Woche, als er die simple Wahrheit aussprach, dass die Kriminalität in Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung gestiegen ist. Was ist daran Fake News? Das ist die Wahrheit. Ein Spiegelkommentator nannte Trump den Feind im Weißen Haus und schrieb, Trumps jüngste Lügen sind ein offener Angriff auf die Bundesregierung. Dieser Präsident war nie ein Partner, er ist ein aggressiver Gegner. Man sollte ihn entsprechend endlich behandeln. Liebe Freunde, was sind denn dann diese Spiegeljournalisten, wenn Trump der Gegner ist? Aber liebe Freunde, dieser Ton reicht noch eine historische Schicht tiefer. Man kennt ihn aus einer früheren Diktatur als der realsozialistischen. Deutschland ist derzeit mit den Russen wegen Putin verfeindet, mit den Amerikanern wegen Trump, mit den Briten wegen des Brexit. Die Beziehungen zu den Ungarn, Polen, Italien und sogar Österreich sind miserabel. Liebe Freunde, der letzte deutsche Regierungschef, der eine solche Feindkonstellation gegen sich aufgebracht hat, nein, besser nicht. Sie verstehen, historische Vergleiche werden in diesem Land mit der Höchststrafe geahndet. Und ich will noch ein bisschen dabei bleiben. Kommen wir zurück zu den angeblichen Lügen von Donald Trump. Der Präsident hat getwittert, in Deutschland werde die Kriminalstatistik getürkt. Pardon, ich meine gefälscht. Es war ja sehr auffällig, dass die Zahl der Straftaten ausgerechnet im Bundestagswahljahr angeblich spürbar gesunken sein soll. Um festzustellen, dass das nicht stimmen kann, muss man nur die täglichen Polizeimeldungen studieren. Die täglichen Messermeldungen, die täglichen Massenschlägereien, die nicht abreißende Kette vergewaltigter und ermordeter Mädchen und Frauen. Sogar die offizielle Statistik weist in allen größeren Städten einen rapiden Anstieg der Gewaltkriminalität aus. Da sich das nicht verheimlichen ließ, hat man versucht, wenigstens die Gesamtzahl der Straftaten zu reduzieren. Die Schlagzeile »Kriminalität geht zurück« genügt ja als Dummenfang. Liebe Freunde, wenn man mit Polizeibeamten spricht, erfährt man, wie die Statistik frisiert wird. Dass zum Beispiel mehrere Einbrüche, wenn sie von denselben Tätern begangen werden, schon mal zu einer einzigen Straftat zusammengezogen werden. So wie auch hunderte einzelne Vergewaltigungen und Belästigungen bei der Kölner Silvesterfeier 2016 nie in die Statistik flossen. Oder man erfährt, dass Experten die Zahl der Ladendiebstähle 2017 auf 20 Millionen schätzen, denen die offizielle Zahl von 332.000 registrierten Fällen entgegensteht. So sieht der angebliche Kriminalitätsrückgang aus. Das ist Kosmetik, Irreführung der Bevölkerung,
Das sind die Fake News unserer Regierung. Die sogenannte Dunkelfeldforschung geht davon aus, dass die tatsächlichen Fallzahlen 4- bis 5-mal so hoch sind, wie die offizielle Statistik behauptet. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, hat gesagt, es gab im Jahre 2017 nicht 5,76 Millionen Straftaten in Deutschland, wie offiziell verlautete, sondern 20 bis 25 Millionen. Donald Trump hat also völlig recht. Damals haben sie Wahlen gefälscht, heute manipulieren sie die Kriminalstatistik. Ist auch das Ende der DDR. Liebe Freunde, wir sind die Letzten, die sich gegen einen Untersuchungsausschuss sperren würden, der den Wahrheitsgehalt der Kriminalstatistik überprüft. Aber Untersuchungsausschüsse werden von den hier schon länger Regierenden zuverlässig verhindert. Auch und gerade, wenn sie Regierungskriminalität untersuchen sollen. Das haben wir beim bisher unterdrückten Ausschuss gegen das durch und durch korrupte Bundesamt für Bevölkerungsaustausch und Kriminalitätsimport gesehen. Liebe Freunde, wir leben in einem Land, wo manche sogenannten Oppositionsparteien mit aller Macht verhindern, dass die offenen Rechtsbrüche der Regierung vom Parlament untersucht werden. Das ist keine Demokratie mehr, das ist eine DDR-Leid. Liebe Freunde, die Bundeskanzlerin will vollendete Tatsachen schaffen, bevor sie abtritt. Sie will den Bevölkerungsaustausch unumkehrbar machen. Fragen Sie mich nicht, was Ihre Motive sind. Aus irgendwelchen Gründen hat sie etwas gegen das deutsche Volk, dem sie einen Eid zugeschworen hat. Die angebliche europäische Lösung, die sie in der Einwanderungsfrage anstrebt, soll die Einwanderung auf Dauer stellen. Das Papier, auf welches Merkel spekuliert, ist vom EU-Parlament bereits abgenickt worden und wird in diesen Tagen den EU-Regierungschefs als Beschlussvorlage präsentiert. Wenn der EU-Rat zustimmt, werden Änderungen in der Dublin-III-Verordnung rechtskräftig. Dann soll nicht mehr das Eintrittsland für das Asylverfahren zuständig sein, sondern das EU-Land, welches sich der jeweilige Einwanderer als künftigen Wohnsitz wünscht. Er, meistens ist es ein Er, muss dafür nur sogenannte Ankerpersonen in diesem Lande haben oder es bloß behaupten. Dann müssen Sie an der Grenze nicht mehr Asyl und nicht einmal mehr Syrer sagen, sondern da und dort lebt einer meiner neuen Brüder oder mein Schwager oder meine zweite Frau. Das genügt, liebe Freunde, um an Ihrem Steuergeld, Ihrer Altersvorsorge und Ihrer Heimat teilzuhaben. Jeder kann sich ausmalen, wie viele Afrikaner und Orientalen plötzlich Angehörige in Deutschland haben werden. Und mit jedem, der sich hier niederlässt, werden es mehr. Die Parallelgesellschaften, liebe Freunde, werden blühen und gedeihen. Einen Arbeitsplatz brauchen die neuen Deutschen nicht vorzuweisen, denn die Einheimischen sollen ja bald erst mit 69 in Rente gehen. Andere Länder holen sich Einwanderer, damit sie arbeiten. Die Bundesregierung, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Und das wollen wir nicht, das wollt ihr auch nicht. Widerstand.
Wenn die EU-Regierungschefs tatsächlich dieses Papier absegnen, es sind ja Gott sei Dank nicht alle so verrückt, dann wird der Migrationsstrom nach Europa und speziell nach Deutschland nicht mehr verebben. Und er wird das Land stärker verändern als der Zweite Weltkrieg. Da es sich fast ausnahmslos um ungebildete, zu großen Teilen stammesgesellschaftlich erzogene und bis zur Arbeitsunlust fromme Personen handelt, wird sich ihr Beitrag zum Bruttosozialprodukt umgekehrt reziprok zu ihrem Anteil am Aufbau innerer Spannungen verhalten. Liebe Freunde, die Migrationsfrage ist die Schicksalsfrage Europas. Dieses Thema lässt sich gar nicht überbewerten. Es wird in den nächsten Jahren im Mittelpunkt jeder politischen Arbeit stehen. Aus einer Währungsunion kann man austreten, ein zerstörtes Land wieder aufbauen. Wir haben das nach dem Zweiten Weltkrieg getan und erlebt. Eine Energiewende umkehren, aber ein Bevölkerungsaustausch solchen Tempos und in dieser Größenordnung. Und, liebe Freunde, als Messstationen kommen einzig die Schulen und Kindergärten in Frage. Nur dort sieht man, wie die Zukunft ist. Und die ist dann, wenn wir nicht eingreifen, irreversibel. Liebe Freunde, von den anderen EU-Staaten will keiner an Merkels Einwanderungsexzessen teilnehmen. Auch ihr letzter verbliebener Verbündeter Macron lässt an Frankreichs Südgrenze in Mentone massenhaft Migranten abweisen und schickt alle wieder nach Italien zurück. Aber um ihre eigenen Länder zu schützen, könnten die Regierungschefs aus Italien, Spanien und Griechenland dem Plan zustimmen. Denn wenn die meisten Migranten nach Deutschland wollen, bleiben ihre eigenen Länder verschont. Am Ende werden womöglich sogar manche osteuropäischen Staatschefs zustimmen, um den EU-Sanktionen zu entgehen, da sie kaum Migranten aufgenommen haben. Dort leben nämlich auch keine Ankerpersonen. Und damit setzt sich der Irrsinn leider fort. Wir Deutschen können leider nicht mehr auf unsere Regierung, sondern nur noch auf die Ratspräsidentschaft Österreichs hoffen, die am 1. Juli beginnt. Vielleicht fällt Herr Kurz ja der Merkel in den Arm. Und liebe Freunde, hier kommt die CSU ins Spiel. Die Mission unserer Partei besteht darin, dieses Land vor schlimmen und zum Teil unumkehrbaren Irrwegen zu bewahren. Insofern begrüßen wir es natürlich, dass Herr Seehofer und Herr Söder auf einmal Pläne vorlegen, mit denen sie die Sackgasse der Berliner Asylpolitik verlassen wollen. Beschleunigte Asylverfahren, Sachleistungen statt Bargeld, rasche Abschiebung abgelehnter Bewerber, Abschiebehaft für Gewalttäter, Zurückweisung von illegalen Einwanderern bereits an der Grenze. Kommen Ihnen diese Forderungen irgendwie bekannt vor? Ja, natürlich kommen sie Ihnen und uns bekannt vor. Es sind ja unsere eigenen. Seehofer und Söder haben die Forderungen, die wir seit Herbst 2015 stellen, einfach zu 100% übernommen. Aber ob sie sie durchsetzen, das ist die entscheidende Frage. Und da traue ich beiden überhaupt nicht. Liebe Freunde, was die CSU jetzt anbietet, ist, wenn überhaupt, die Einleitung einer Notbremsung. Natürlich stehen wir dahinter.
auch wenn es ein Fehler von Seehofer war, dass er Merkel wieder Zeit gegeben hat. Denn mit jedem Tag, an dem diese verhängnisvolle Person amtiert, wird unser Land weiter destabilisiert. Aber, liebe Freunde, vergessen wir nicht, und das gilt besonders für die bayerischen Landtagswahlen, die CSU ist als Merkel-Koalitionspartner mitverantwortlich für alles, was diese Frau in unserem Lande angerichtet hat und immer noch anrichtet. Die CSU ist als Merkel-Koalitionspartner also auch mitverantwortlich für den Kontrollverlust bei der Asylpolitik seit 2015. Ich weiß, Horst Seehofer und seine CSU haben große Furcht davor, bei der anstehenden Landtagswahl in Bayern abgestraft zu werden und erhebliche Stimmen an die AfD zu verlieren. Und wenn Herr Sichert so weitermacht, wird das ja Gott sei Dank auch so. Und insofern freue ich mich, dass Sie heute hier sind. Deshalb, liebe Freunde, kopieren Sie bei uns, was das Zeug hält. Aber im Europaparlament hat die CSU dem sogenannten EU-Resettlement-Programm zugestimmt, das eine kontinuierliche Neuansiedlung von Menschen aus Afrika in Europa vorsieht. Die Siedler sollen von der UN-Organisation UNHCR ausgesucht und dann in Deutschland sesshaft gemacht werden. Das ist Wählertäuschung pur. In Bayern Stimmen mit AfD-Programm holen und im Europaparlament der Überfremdung des Kontinents zustimmen. So ist die CSU bis jetzt immer gewesen. Und insofern, liebe Freunde, ist es für Horst Seehofer die letzte Chance, sich um unser Land ein wenig verdient zu machen. Er muss sich gegen Merkel durchsetzen oder die Koalition platzen lassen. Und die zahllosen Feiglinge in der CDU, die ihre Faust nur in der Tasche ballen, sollen endlich begreifen, dass die Zeit nie günstiger war, um die führende Genossin zu entsorgen. Ich muss an dieser Stelle noch einmal Donald Trump herbeizitieren. Der hat sofort erklärt, dass die USA nicht am sogenannten Global Compact for Migration teilnehmen. So heißt der Resettlement-Plan im UN-Sprech. Und als Begründung nur lakonisch festgestellt, wir sind eine Nation, kein Siedlungsgebiet. Liebe Freunde, dasselbe gilt auch für uns Deutsche und für Deutschland. Wir befinden uns in einem Kampf gegen Kräfte, die ihr globalistisches Programm der Nationenauflösung, der ethnisch-kulturellen Vereinheitlichung und der Traditionsvernichtung als die Menschlichkeit und Güte selbst verkaufen. Wir sollen uns im Dienste des Menschheitsfortschritts verdrängen lassen. Wir sollen als Volk und als Nation allmählich absterben und uns in einem höheren, großen Ganzen auflösen. Liebe Freunde, wir haben kein Interesse daran, Menschheit zu werden. Wir wollen Deutsche bleiben. Damit sind wir Menschheit genug.
Unser Kampf ist vollkommen defensiv. Es geht uns einzig und allein um die Erhaltung unserer Art zu leben und zu sein. Dafür kämpfen wir. Liebe Freunde, Vielfalt bedeutet Differenz. Der sozialistischen Drohung der Einheitlichkeit stellen wir uns entgegen. Wir halten am Begriff Volk fest. Damit ist kein ethnisch exklusives Volk gemeint. Das hat es nie gegeben in Europa. Aber Volk hat mit Abstammung zu tun, mit Traditionen, mit kulturellen Gemeinsamkeiten, mit Heimat. Heimat ist ein Menschenrecht und kein Ministerium. Und umgekehrt, liebe Freunde, hat jeder Mensch, dem die Heimat genommen werden soll, das natürliche Recht, sie zu verteidigen. Und wir verteidigen diese, unsere Heimat. Liebe Freunde, ein deutschstämmiger Harvard-Politikwissenschaftler hat im ersten deutschen Fernsehen in den Tagesthemen unwidersprochen die Worte sagen können: In unserem Land finde gerade ein historisch einzigartiges Experiment statt, nämlich die Umwandlung einer monoethnischen, monokulturellen Demokratie in eine multiethnische, bei welcher es natürlich auch zu vielen Verwerfungen kommen werde. Liebe Freunde, manche dieser Verwerfungen haben Namen. Mia aus Kandel, Maria aus Freiburg, Susanna aus Mainz. Wir haben es satt, jede Woche einen neuen Mädchennamen zu lesen, der auf einen Grabstein geprägt wird, weil es bei unserem historisch einzigartigen Experiment eben zu Verwerfungen kommt. Und liebe Freunde, wie weit das zum Teil bereits geht, haben wir ja gerade im Bundestag erlebt, als wir nichts anderes wollten als still aufstehen für die jüngste Tote. Wir wollten nicht reden, schreien schon gar nicht, wir wollten nur aufstehen. Das Aufstehen zu Ehren einer Toten ist uns als Provokation und Instrumentalisierung dieses Mordes ausgelegt worden. Wie weit sind wir in diesem Land verkommen, wenn das Instrumentalisierung ist? Liebe Freunde, bei der CDU-CSU reden Sie gern davon, Sie wollten Fluchtursachen beseitigen. Die Hauptfluchtursache sitzt im Kanzleramt. Fluchtursachen beseitigen ist nur ein anderer Ausdruck für Merkel muss weg. Danke.